Ja, ihr Lieben, es gibt ja viele Pflanzen im Voynich-Manuskript und nach Erhard haben die Pflanzen eigentlich nichts mit dem Text des Voynich-Manuskriptes zu tun. Und ein aufmerksamer, wie könnte man das nennen, Trüffelsucher, sage ich jetzt mal, also der Matthäus, der gräbt sich manchmal in Foren ein oder in Bibliotheken, wo ich suche da zwar auch, aber das suche ich jetzt erstmal nicht danach, weil es kam hier die Frage auf, könnte es vielleicht sein, dass diese vielen, vielen, vielen Bilder vielleicht doch einen Autor haben und zwar nicht den James, den Bacon oder den Nostradamus oder sonst irgendjemand, sondern einen Menschen, der nennt sich Johannes Hartlieb. Und dieser Johannes Hartlieb ist ein Mensch, ihr seht es ja jetzt hier gerade live, der um 1400 in, ja, in Baden, Baden-Württemberg geboren wurde und um 1468 gestorben ist. Jetzt gibt es da die eine oder andere Parallele, was er getan hat und was im Moinich zu finden ist. Und dann würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Also wenn man das Voynich mal so betrachtet, wie gesagt, dann sieht man ja hier Pflanzen. Geht man aber jetzt auf sein Kräuterbuch, was er geschrieben hat. Er hat ja ein Kräuterbuch geschrieben und dann kann man das ja zum Beispiel hier sehen, dass dieses Kräuterbuch, kann man die Seite hier irgendwie einklappen, geht das? Ah ja, geht, sehr schön. Dann sieht man in diesem Kräuterbuch von 1455, 60 rum auch Pflanzen. Aber was mir und was unserer Runde und auch den anderen aufgefallen ist, diese Pflanzen sehen so aus, als wenn, also, oder ich habe das Gefühl, bei den Pflanzen, das sieht so aus, ja, als wenn die gerade, als wenn der gerade angefangen hätte zu malen. Vielleicht hat er ja hier ein Kräuterbuch angefangen, weil auf den ersten paar Seiten, ne, man sieht es ja hier, das sind ja ein Haufen Pflanzen drin. Also man gewinnt so den Eindruck, er hätte hier, also mir, bei mir, er hätte hier angefangen, ein Kräuterbuch zu malen. Vielleicht als junger Mensch, wo er noch nicht malen konnte, wo er auf der Universität war, könnte übrigens alles bei Wikipedia nachlesen, was er alles gemacht haben will. Er war angeblich Arzt und Leibarzt, ein gelehrter Rat, Diplomat, Hofdichter, ein frühhumanistischer Übersetzer am Hof der Wittelsbacher in München. Aha, Wittelsbacher, München. Da müsste es bei dem einen oder anderen klingen, weil, wie gesagt, die roten Fäden, ich habe mittlerweile so ein Überseekabel in der Hand an roten Fäden. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall tauchen ja auch in dem Voynich, in den Monatsnamen, tauchen ja auch hier diese Gestalten auf, sage ich jetzt mal. Und von der Perspektive her würde man behaupten oder sagen, ey, Alter, was hast du da gemalt? Weil die Perspektive stimmt nicht. Und dieses Bild existiert ja nochmal. Jetzt müsste ich mal überlegen, sollt ihr aber nicht sehen. Wie mache ich das jetzt? Da muss ich mal gucken, ob das hoffentlich jetzt oben startet und nicht unten. Ja, es tut oben starten, das ist sehr schön. Denn, wie gesagt, der Matthäus aus meiner Gruppe hat mir gestern ein paar Sachen zukommen lassen, wo man sich dann schon denkt, ja, keine Ahnung. Also das ist auch wieder eine Seite, die sich mit dem Voynich-Manuskript beschäftigt. Und zwar geht es hier um, wie gesagt, dieses Bild hier, was ihr hier seht. Und bei diesem Bild, ups, jetzt habe ich mal ein bisschen zugemacht. Und bei diesem Bild hier sieht man ja, dieses Bild existiert bereits. Und zwar in einem aus 1482. Spielt jetzt alles keine Rolle, wo das geschrieben wurde. Aber man erkennt deutlich, also zumindest ich erkenne hier deutlich, und ihr mit Sicherheit auch, wenn ihr nicht gerade farbenblind seid und euer Hirn benutzt, statt es zu besitzen, dass die Dame hier von einem
von einem Höfling ja mal eben so einen Ring an den Finger gesteckt bekommt. Also das war früher offensichtlich Sitte, ah, du bist frei, zack, Ring und wir gehen jetzt mal zum Standesamt oder so. Das gleiche gibt es auch, wie gesagt, im Voynich-Manuskript. Nur dass da die Perspektive nicht stimmt. Da ist es ein Gnom und hier ist es ein Jüngling. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Mir drängt sich langsam der Verdacht auf, dass dieser Hartlieb, wie das bei allen anderen Sachen auch so ist, wie mit der Technologie und geheimen oder Technologien, die uns immer so häppchenweise hingeworfen werden, dass dieser Hartlieb seinerzeit wahrscheinlich noch theodischer Sprache, also theodische Sprache konnte. Weil er ja das Voynich-Manuskript in eben dieser Sprache verfasst hat. Das kann man ja auf der ersten Seite sehen. Das sieht man ja hier auf der ersten Seite. Das ist Theodischer Spraha. Das ist die Sprache des Alls. Es ist jetzt eine Vermutung. Das wollte ich euch mal kurz in einem kurzen Statement wissen lassen. Also wie gesagt, wir vermuten oder ich vermute, ist alles nur Vermutung. Ob der Hartlieb es geschrieben hat, weiß ich nicht. Ob er abgeschrieben hat, lieber Action for Free, gut möglich. Wir schreiben alle ab. Selbst wenn wir hier Experimente machen, wir gucken, ihr guckt ja auch oder wir gucken auch bei Bedini oder sonst wo, wir schreiben alle ab, aber wir versuchen es mit unseren eigenen Mitteln zu machen. Jetzt muss man natürlich vielleicht denken, naja, im Mittelalter, da ist alles noch ein bisschen schwerer. Und Pergament, wir haben mal geguckt, was Pergament kostet. Also es geht dabei, keine Ahnung, 9 Euro los und hört irgendwann bei 50 Euro auf. Und es geht garantiert noch viel, 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 viel teurer. Und Pergament war heute oder ist heutzutage im Jahr 2023 schon teuer. Und Pergament ist mit Sicherheit auch schon um 1400 sehr, sehr teuer gewesen. Wie gesagt, das wollte ich euch zeigen. Das ist sehr seltsam, dass dieser Hartlieb in Verbindung mit dem Voynich genannt wird. Und vielleicht finde ich auch beim Hartlieb dann meine Schriftproben. Weil das da ist ja seine Handschrift. Das ist seine Handschrift. Und vielleicht kann man hier das ein oder andere den ein oder anderen Buchstaben finden, der dann im Voynich-Manuskript wieder auftaucht. Wer weiß. Ich halte euch auf dem Laufenden, das sollte ein kurzes Video werden. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und benutzt euer Hirn. Besitzt es nicht. Und ja, bei manch einem bringt das was. Ich habe den Kommentar gelesen und ich finde das super. Es würde mich freuen, wenn das bei jedem einen Kick geben würde, einen Anstoß geben würde, mal endlich das zu tun, für was man eigentlich sein Hirn hat. Und in diesem Sinne, der Eli ist raus und wir hören uns. Tschüss.